Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind jetzt alle in der richtigen Veranstaltung. Es hat ein bisschen Verwirrung gegeben. Einige sind hin und her gewandert. Mein Kollege macht drüben eine Filmvorführung über Afrodeutsche. Ein Thema, das vielleicht gar nicht so weit entfernt ist von dem, was wir heute Abend diskutieren, denn wir werden sicher auch das Stichwort Rassismus heute Abend hier aufrufen müssen. Ja. Wie Sie alle wissen, ist die Situation so, dass wir eine große Chance haben, nach dem 24. September zum ersten Mal auf nationaler Ebene eine rechtspopulistische, rechtsnationale Partei im Deutschen Bundestag zu haben. Das ist erstens nicht sehr beglückend und zweitens ist es auch ein bisschen widersinnig, weil nicht nur diese Partei, sondern auch viele andere rechtsextremistische Strömungen sich als nicht nur antidemokratisch, sondern also anti-establishment, anti-Parlament und gegenüber den sogenannten Systemparteien als die wirkliche nationale Opposition gerieren. Wir wollen heute Abend fragen, aus welchen Quellen sich diese Weltanschauungen speisen. Wir haben mittlerweile nicht nur nationale Rechte, wie sie in der Geschichte der Bundesrepublik schon öfter aufgetaucht haben, sondern wir haben rechtspopulistische, rechtsextreme Strömungen, angefangen von Wutbürgern über AfD-Anhänger bis zu rechten Denkschulen, die identitäre Bewegung ist zu nennen, bis hin zu rechtsextremen Terrorzellen, die auch vor Gewalt nicht zurückscheuen. Was figuriert ein solches Weltbild? Welches Geschichtsbild bedienen Sie, beziehungsweise aus welchen Quellen von geschichtlichen Narrativen scheinen Sie zu schöpfen? All das werden wir heute Abend sicher ansprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Gideon Botsch gewinnen konnten für den Vortrag heute Abend. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Monaten auf einem Kongress für historische Zukunftsforschung. Ja, auch so etwas gibt es. Und ich war gleich sehr angetan von seinem Vortrag über die Zukunftsvorstellung der nationalen Rechten in der Bundesrepublik. Gideon Botsch ist ausgewiesener Forscher, Politikwissenschaftler, ausgewiesener Forscher auf dem Gebiet des Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik. Er ist seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam und hat den Forschungsschwerpunkt Antisemitismus und Rechtsextremismusforschung. Er hat sich 2014 habilitiert und ist jetzt Leiter des Emil Julius Gumpel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses Mendelssohn Zentrum und gleichzeitig auch Lehrbeauftragter an der Uni Potsdam für neuere Geschichte und deutsch-jüdische Geschichte. Bitte schön. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und nicht nebenan, wenn Sie jetzt noch eine Minute brauchen, um sich's doch anders zu überlegen und zu dem afrodeutschen Filmvorführung zu gehen, dann tun Sie das bitte. Ich bin Ihnen nicht böse, ich könnte das verstehen. Mich juckt's ja fast auch, aber ich stehe jetzt in der Pflicht. Und wenn Sie außerdem wissen wollen, wer Emil Julius Gumpel ist, dann erzähle ich Ihnen das gerne, wenn Sie ihn nachher fragen, hier oder nach der Veranstaltung. Das ist nämlich ein Namenspatron, der trotz des langen Namens, den er uns für unsere Forschungsstelle hinterlassen hat, auf den wir sehr stolz sind und an den man zu Unrecht kaum mehr erinnert in der Geschichte Deutschlands, ein überzeugter Republikaner, Pazifist und Gegner der radikalen Rechten in der Weimarer Republik. Danke für die freundliche Begrüßung, Frau Zepp. Ich habe tatsächlich auf dieser Tagung auch ein bisschen was über unser Thema verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sie sagten auch, es wird auch hier um Rassismus gehen. Ja, fangen wir gleich mit Rassismus an. Wir konnten letzten Sonntag, viele von Ihnen werden das auch getan haben, sich angetan haben, ja sehr deutlich erleben, wie Rassismus funktioniert. In dieser unsäglichen, beschämenden
sogenannten Duell, Fernsehduell, in dem es eine Dreiviertelstunde, eine geschlagene Dreiviertelstunde, vier Moderatorinnen und Moderatoren, sämtliche nicht mit Migrationshintergrund, rassistische Diskurse, wie wir sie sonst von der AfD kennen, in die Runde eingebracht haben und damit verhindert haben, dass in dieser Dreiviertelstunde über die Fragen gesprochen wird, die tatsächlich nach allen Meinungsumfragen die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland besonders bewegen und beschäftigen, seien soziale Fragen, Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Fragen von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz, Bildungsprobleme und natürlich auch die Problematik, wie wir hier zusammenleben in einer Gesellschaft, die eben nicht mehr so zusammengesetzt ist wie die gesamte Runde, sichtbare, im Fernsehen sichtbare Runde bei dieser Duellsituation. Ich war empört und schockiert, aber es zeigt auch das Klima, in dem die Alternative für Deutschland als Partei groß geworden ist. Es ist eine Partei, die nicht diese Bedeutung und diese Zustimmungswerte hätte, wenn es genau diese Talkshows nicht gäbe. Talkshows, die leben davon, dass sie auf skandalisierende Einladungen von sachlich inkompetenten, im Übrigen auch wenig interessanten Gesprächspartnern gesetzt haben über Monate hinweg und damit der AfD und ihren Bündnispartnern einen Resonanzraum geschaffen haben, den diese Partei meines Erachtens nicht verdient hätte. Und ich habe den Verdacht und den Eindruck, dass diese Talkshows diese Partei brauchen, weil sie Einschaltquoten garantiert und nicht uninteressiert sind daran, dass sie uns weiter erhalten bleibt. Aber das ist natürlich nicht die einzige Erklärung, sondern nur eine Rahmenerklärung dafür, warum wir heute eine Alternative für Deutschland haben, die in den aktuellen Umfragen zwischen 7% und 11% rangiert. Welche ist das? Okay, also eine von heute habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gestern nochmal den Vergleich angeguckt, da rangierte sie sozusagen. Könnte ein Ergebnis übrigens dieser Talkshow sein, ja, die auf Twitter ja, die Zeit hat das wiedergegeben, in einem ganz guten Artikel darüber kommentiert wurde, die AfD fragt, die Große Koalition antwortet und das Gefühl hatte man die erste Dreiviertelstunde in der Tat. Es könnte eine Resonanz sein, dass es eben AfD-Themen wieder sozusagen in den Vordergrund gerückt hat. Und darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Es zeigt Ihnen aber auch die Bandbreite der Einschätzung und was ich ganz interessant finde, man muss es ja sagen, Allensbach lag offensichtlich, wenn ich richtig informiert bin, bei den letzten Bundestagswahlen am nächsten an den realen Werten, was mich auch selbst verblüfft hat und vor allem am nächsten an dem Wert, den die AfD 2013 erreicht hat. Allensbach hatte in der Umfrage, in dem Umfragewert, den ich mir vor zwei Tagen angeguckt habe, 7% für die AfD und 10% für die FDP. Oh, danke schön. Aber das kann ich nur damit kommentieren, dass am Wahltag gewählt wird und wir sehen werden, wie was dann passiert. Denn wir wissen ja, wie zuverlässig oder nicht zuverlässig Meinungsumfragen sind und wie viel Manipulation sie sozusagen auch die Auswertung dieser Meinungsumfragen mit bewirken kann. Auch der verdruckste Umgang mit der AfD, den wir aller Orten erleben durften, hat dazu beigetragen. Auch diese Veranstaltung trägt aus mir nicht ganz verständlichen Gründen die AfD nicht im Titel, sondern den vielleicht für Sie nicht ganz sofort nachvollziehbaren Begriff Nationalpopulismus, auf den ich gleich eingehen will. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden vor allem heute mit Blick auf die Wahl in gut zwei Wochen über die Alternative für Deutschland reden. Ich zumindest in dem, was ich vorbereitet habe für Sie. Und gerne natürlich über andere Referenzphänomene, sowohl in der Bundesrepublik als auch, soweit ich da kompetent bin, im europäischen und osteuropäischen Ausland, können wir gerne dann auch noch diskutieren. Heute wollen wir über die AfD sprechen, die ich relativ frühzeitig nicht ausreichend charakterisiert fand mit der Beschreibung als rechtspopulistisch. Beides ist richtig. Die Partei ist eindeutig rechts, wenn man die Rechts-Links-Unterscheidung in der Frage der Gleichwertigkeit, der sozialen Gleichheit, sozusagen der eingeborenen Gleichwertigkeit von Menschen betrachtet, dann ist es eine Rechtspartei, auch als in der Parteifamilie, der Herkunft dieser Partei. Und das ist natürlich auch eine populistische Kraft, was einige politikwissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen lange Zeit eher so ein Fragezeichen daran gesetzt haben, was ich auch nicht verstanden habe. Mir schien aber, dass das Spezifische dieser rechtspopulistischen Kraft, nämlich ihr Nationalismus, ihr radikaler, rückwärtsgewandter Nationalismus, der auf eine Rekonstruktion von nationalen, nationalstaatlichen Souveränitätsrechten und Vergleichbarkeiten
vergleichbaren Rechten orientiert ist, nicht hinreichend zum Ausdruck kam. Ich habe dann einen Begriff von Klaus Leggewi aufgegriffen, der mir für die Charakterisierung sinnvoller erschien, nämlich den Begriff des Nationalpopulismus, der eben im Sinne des Nationalismus die Nation an erste Stelle der politischen Agenda rückt, die vermeintlichen Interessen der Nation im nationalistischen Verständnis vorrangig vor anderen Politikzielen oder Politikinhalten behandelt und diese dem Wohlergehen der Nation unterordnet. Politikinhalte wie etwa die Fragen von sozialer Gerechtigkeit, wie etwa die Fragen von Menschenrechten, Bürgerrechten, Freiheitsrechten, die Fragen von Umweltschutz, Klimaschutz, von Gender- und Geschlechterpolitik. Das ist alles sozusagen untergeordnet dem Wert, dem höchsten Wert der Nation im Nationalismus. Und der Populismus bedient sich eben der Methodik dieser spezifischen Ansprache, dieser spezifischen Konstruktion von wir hier unten gegen euch da oben und der Angstthemen, mit denen populistische Gruppierungen in der Regel argumentieren. Um die AfD in den Blick zu nehmen und zu versuchen, sie zu verstehen, sollte man sich kurz nochmal vor Augen halten, wie sie sich entwickelt hat, wie sie entstanden ist und auch was ihre Vorgeschichte ausmachte. Wir haben ja in der Zeit seit der Rot-Grün Koalition eine politische Ansprache erleben müssen, die darauf ausging zu sagen, zu einer bestimmten Politik gäbe es keine Alternative. Ja. Dass diese Partei heute so heißt, Alternative für Deutschland, hängt ohne Zweifel damit zusammen, dass uns erklärt wurde, Politik sei alternativlos, was ein Widerspruch in sich ist, wo eine Maßnahme alternativlos wird, wo die Politik, in der es immer um Entscheidungen geht, kollektiv verbindliche Entscheidungen, hört auf zu wirken. Deswegen eine alternativlose Politik ist ein Widerspruch in sich selbst. Insbesondere in den 2000er Jahren, insbesondere in den Jahren der Großen Koalition, gab es in bürgerlichen Kreisen in der Bundesrepublik große Enttäuschung, ja Empörung über Politik, Politikinhalte, Politikstil. Nicht nur da natürlich, aber die sind für uns jetzt natürlich die Referenzgröße für die Entstehung der AfD. An Populismus war man gewöhnt, nicht so sehr durch die Republikaner, die längst in Vergessenheit geraten waren, als vielmehr durch den Populismus der FDP unter Guido Westerwelle. Als die FDP dann gewählt wurde, als sozusagen bürgerlich neoliberale Kraft und dann eine sehr kindische, sehr alberne Regierungspolitik im Prinzip realisiert hat, waren die Enttäuschungen meines Erachtens noch größer, aber die Gewöhnung an Populismus war vorhanden. Zur Ehrenrettung der FDP muss man sicherlich sagen, dass es einen entscheidenden Punkt gab, in dem zumindest die Parteiführung gestanden hat. Sie erinnern sich an Guido Westerwelles Bekenntnis zu Europa, wobei Sie sich auch möglicherweise erinnern werden, dass er hier gegen seine Partei ansprechen musste, dass er hier auf dem Parteitag tatsächlich so flammend sich für Europa bekennen musste, weil er wusste, wie die Stimmung im Saal war. Ja. Und dann haben wir das Phänomen gehabt, Ende der 2000er, dass in einem Spiegel, einer Spiegelkolumne unter dem Begriff Wutbürger zusammengefasst wurde. Einige von Ihnen und auch ich haben uns, also ich habe mich damals geärgert über den Artikel. Ich fand das nicht nachvollziehbar, warum in diesem Artikel zwei Phänomene, die ich für nicht vergleichbar hielt, der Protest eines Teils der Bürgergesellschaft von Stuttgart gegen das Großprojekt Stuttgart 21, den ich in seinem Ansinnen für legitim und nachvollziehbar hielt, zusammengewürfelt wird mit der großen Begeisterung, mit der die Thesen von Thilo Sarrazin aufgenommen wurden. Das war damals sozusagen der Kontext, in dem der Begriff Wutbürger auftauchte. Wir haben sozusagen zwei Phänomene, die miteinander verwandt sind, die bürgerlichen Ausländerfeinde, die zu Sarrazin gehen, und die Demonstranten in Stuttgart. Das gehört zusammen. Ich muss sagen, dass ich in der Zwischenzeit meine, dass doch an der These mehr dran war. Ja, und dass doch hier Politikformen, Politikstile eingeübt wurden und begonnen wurden, die indirekt oder direkt auch in jene flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen und Proteste münden konnten, nicht notwendig mussten, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Sarrazin ist das Stichwort. Sarrazin war der Door-Opener für jeden Versuch, eine neue Rechtspartei rechts von der Union zu etablieren, weil sozusagen sich zeigte, dass es einen Resonanzraum dafür in der deutschen Gesellschaft gibt, sehr deutlich zeigte. Im Grunde genommen kann man sagen, die AfD
ist in ihrer, trotz der Entscheidung von Thilo Sarrazin, in der SPD zu bleiben und die SPD mit seiner Mitgliedschaft zu belasten, trotz dieser Entscheidung und seiner Entscheidung, nicht politisch aktiv zu werden in diesem Sinne, kann man sagen, die AfD ist in gewisser Hinsicht eine Sarrazin-Partei, wenn man sagt, was sind die Agenden seiner drei Bücher gewesen. Das erste Buch Deutschland schafft sich ab, was eben die Frage der Demografie, die Frage der Sozialstaatlichkeit und Sozialpolitik konnotiert mit durchaus rassistisch zu verstehenden Abstimmungsfragen in diesem ersten Band. Mit einer konservativ familienorientierten Politik, in der sehr viele Aspekte auch sozusagen von Widerstand gegen eine auf Geschlechtergerechtigkeit orientierte Politik sich zum Ausdruck kam, obwohl Thilo Sarrazin bisher über dieses Thema noch kein Buch geschrieben hat. Vielleicht wird es sein nächstes. Das zweite Buch, was er geschrieben hat, Deutschland braucht den Euro nicht. Hier haben Sie sozusagen die zwei zentralen, massiven Punkte, mit denen die AfD, in die Politik getreten ist, Ablehnung der Euro-Rettungspolitik, aber mit dem Blick sozusagen einer klar antieuropäischen Agenda, die auch sozusagen den Solidarpakt, der Europa bedeuten sollte, nicht verstärken, erneuern, kräftigen will, sondern beenden will, ja, im Sinne von Deutschland zuerst. Und sein drittes Buch war das gegen Tugendterror. Da steckte natürlich viel von diesem Kampf gegen Gender Mainstreaming und so weiter mit drin in diesem Buch über den Tugendterror. Das ist so das nächste große Thema für die AfD. Es gibt eine Political Correctness, Rede- und Denkverbote, Tabus, die wir brechen müssen. Ne? Dabei bleibt es nicht stehen. Ein wesentliches Element auf dem Weg zur Gründung der AfD ist die Kampagne gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg. Sie erinnern sich möglicherweise, man einigt sich in Baden-Württemberg, dass in den Schulbüchern vielleicht jetzt bei 20 Aufgaben Mathematik nicht immer Mutti macht mit Susi zusammen Kuchen. Wie viel Eier braucht sie, wenn sie für 4 Personen den macht und im Rezept steht für 2 Personen und so. Und auf der anderen Seite, Peter baut mit Vati ein Regal. So viel Meter Bretter hat er. Wie viele Regalbretter kann er daraus sägen und wie viel bleibt ihm dann übrig? Sondern dass es dann vielleicht der Peter auch mal Ferhat heißt und es vielleicht 2 Mütter gibt in einer Latte von Aufgaben, dass die Gesellschaft etwas realistischer abgebildet wird, als es bis dahin üblich war. Und dass man Sexualaufklärung betreibt, weil wir alle wissen, dass sowohl Sexualkrankheiten als auch ungewollte Schwangerschaften vermeidbar sind, nur vermeidbar sind auf der Grundlage von Sexualaufklärung. Und wir natürlich auch wissen, dass sozusagen, ich sag's mal so flapsig, pathologische Entwicklung von Sexualität natürlich in einem Klima von einem freieren Reden über Sexualität eher zu vermeiden sind, als in einem, in dem man sich schämen muss, wenn man sich dann doch zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Das war christlich-konservativen Kreisen zu viel und hier besetzte also dieser Protest gegen diesen Bildungsplan an. Das ist wirklich ein wichtiges Element auf dem Weg zur AfD, weil sich hier auch Netzwerke bildeten, die da eine bedeutende Rolle gespielt haben. Entstanden ist die AfD dann im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 klar und eindeutig als Rechtsabspaltung der Union. Sie ist aus der Union hervorgegangen, ganz anders als die NPD 1964, die aus der rechtsextremen Szene heraus als rechtsextreme Sammlungspartei gegründet wurde. Aber vergleichbar mit der Frühphase der Republikaner, die ja auch eine Rechtsabspaltung der Unionsparteien gewesen sind in den 80er Jahren, bevor sie auf rechtsextremen Kurs, auf klar offen rechtsextremen Kurs eingeschwenkt sind unter Parteichef Schönhuber. Dazu kamen natürlich auch enttäuschte FDP-Anhänger. Es kam auch so etwas wie Kräfte aus einem politisch eher flottierenden mittelständischen Milieus, die sich vorher für Ein-Punkt-Themen engagiert hatten oder nicht politisch engagiert hatten, eher sozial engagiert hatten und nun sozusagen sagten, jetzt ist es für mich Zeit, Politik zu machen. Und es kam drittens frühzeitig eine wohlwollende Begleitung durch Kreise aus vom äußersten rechten Rand. Besonders zu nennen ist die Junge Freiheit, die sowas wie das Leit- und Hausorgan der AfD von Anfang an war, die AfD von Anfang an wohlwollend begleitet hat, aber durchaus war diese Partei von vornherein auch adressierte Rechtsextremisten und wurde von Rechtsextremisten nicht nur als Wahlalternative, sondern auch als Möglichkeit des Engagements angenommen, bis hin zu wirklich Leuten aus einem hart völkisch-neonationalsozialistischen Milieu, gerade
heute oder gestern erschien in der Taz nochmal ein Bericht über einen Vertreter aus diesem Milieu, der einen Kreisvorsitzenden im niedersächsischen Kreis hat. Wir wissen von einigen solchen Leuten, die sich in der AfD engagiert haben. Aber ich möchte jetzt gar nicht da sozusagen in die Details gehen. Von Anfang an hat die AfD die Rechtswählerinnen und Rechtswähler mitnehmen wollen. Und sie hat auch ein großes Angebot gemacht an die Aktivisten der Rechtsaußenparteien, etwa den Bund Freier Bürger, die Partei Die Freiheit und dergleichen, aber durchaus auch bis weit darüber hinaus, engagiert euch hier bei uns. Das war noch die Lucke AfD. Damit ist die erste Phase der AfD beschrieben, die man als Lucke-Phase bezeichnen kann, wenn man so möchte. Eine außerordentlich geschickte Politik der Sammlung, die davon ausging, dass wir als AfD sozusagen alles mitnehmen müssen, ja, was sich uns bietet. Also der Grundgedanke, und das hat in der Ansprache erstaunlich gut funktioniert. Ich fand den Wahlkampf 2013 viel geschickter als den aktuellen Wahlkampf der AfD, viel mehr darauf orientiert, für bürgerliche Wählerinnen und Wähler wählbar zu sein, nicht den Geruch des Rechtsextremismus zu haben und trotzdem klare und deutliche Signale an die Rechtswähler zu geben, wählt uns trotzdem. Ja. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass die AfD einen großen Erfolg erzielt hat mit 4,7%, sehr nah an der 5%-Hürde, und als erste deutsche Rechtsaußenpartei begriffen hat, dass sie einen Erfolg erreicht hatte. Ja? Das hat die NPD auseinandergenommen, derselbe Prozentwert 1969, dabei hätte sie sagen können, so nah sind wir dran gekommen, nächstes Mal kommen wir rein. Ja? So hat es die AfD gesehen. Lucke ist nicht nur deswegen sozusagen aus der Partei gedrängt worden dann 2015, weil er sozusagen zu liberal in Anführungsstrichen war, und durchaus, weil er ein schwieriger Parteivorsitzender war und weil es schon durchaus zutreffend ist, dass man eine Partei, eine Sammlungspartei wie die AfD, wenn man sie nicht charismatisch führen kann, was Lucke nicht konnte, dass man sie dann nur sozusagen mit einem kollektiven Führungsgremium leiten kann. Aber dennoch zeigt das, was 2015 passiert, also das Herausdrängen der Lucke-Anhänger aus der AfD, manchmal als Spaltung bezeichnet, im Westen der Republik sicher auch eine Spaltung gewesen. Allerdings hören wir ja von Alpha heute nichts mehr, also von diesem Abspaltungsprojekt. Also insofern, war es eine echte Spaltung oder war es nicht eigentlich sozusagen eine Bereinigung gegenüber den Lucke-Anhängern? Jedenfalls war es ein klarer Rechtsruck. Es bildete sich auch eine neue Arithmetik zwischen den Ost- und Westlandesverbänden. Im Osten machte man die wirklich großen Erfolge, ja, mit Sie kennen die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, wo man wirklich gigantische Zahlen erzielte. Aber genauso gewichtig, mindestens genauso gewichtig war Baden-Württemberg mit 15% der Stimmen, was eine ganz andere Masse von Personen ist als in dem bevölkerungsarmen Flächenland Sachsen-Anhalt. Ja, wenn Baden-Württemberg 15% wählen, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das ist ein ganz anderes Gewicht. Und auch der Landesverband Baden-Württemberg hatte eine ganz andere Mitgliederzahl als so ein Landesverband Sachsen-Anhalt und ist deswegen nach wie vor von starkem Gewicht. Und man konnte nun also, sehen, dass diese Rechtsentwicklung, die hätte man ausbalancieren und austarieren können durchaus in der Partei, wenn der Wille dazu bestanden hätte. Was wir aber auch erleben in dieser Zeit, ist eben eine Bewegungsorientierung, getragen von der flüchtlingsfeindlichen Welle, die 2015 losgeht, schon Vorläufer hat, aber 2015 wirklich sozusagen ihren Höhepunkt erreicht, radikalisiert sich die AfD gewaltig. Ja? Sie fühlt sich sozusagen getragen von einer Volksbewegung, die jetzt ihr unglaubliche Möglichkeiten eröffnet radikalisiert sich zunehmend in dieser Bewegung, in diesem Bewegungsgefühl. Ja. Ich habe mehrfach gesagt, sie bewegt sich sozusagen auf einer schiefen Bahn, in zunehmender Geschwindigkeit, auf einer schiefen Ebene nach rechts unten in dieser Zeit. Dass es nach unten noch Spielraum gibt, zeigen die jüngsten Äußerungen von Alexander Gauland, die nun wirklich die Sprache der SA sind. Und das sage ich mit vollem Bedacht. Das ist wirklich die Sprache der SA. Sie soll hierher kommen, dann werden wir zeigen, was deutsche Leitkultur ist. Dennoch war die Sprache schon radikalisiert genug. Auffallend in diesem Zeitraum ist aber auch die Programmarbeit.
das hat mich sogar wirklich verwirrt, muss ich sagen, nicht verwirrt, sondern erstaunt, muss ich sagen, dass man dieses Grundsatzprogramm durchgekriegt hat, mit 90 Seiten Text. Bemerkenswert. Ich gehe aufs Programm gleich nochmal ein. Es zeigte aber deutlich auch noch, dass die Flügel im Groben beisammengehalten werden konnten, dass man sozusagen den wirtschaftsliberalen und marktradikalen Impuls, wie ihn heute Alice Weidel vertritt, in der Partei halten konnte und gleichzeitig sozusagen die Wählerinnen und Wähler ansprechen konnte, von denen man sich besonders viel Zustimmung erwartete in peripheren, prekarisierten Randlagen der Gesellschaft. Die dritte Phase der AfD beginnt mit der programmatischen Rede von Björn Höcke in Dresden im Januar 2017. Sie bedeutet die Beseitigung des Einflusses von Frauke Petry, die nie eine moderate Vertreterin der Partei war. Wenn Sie Interesse haben, können wir nachher gerne mal auch die Kampfabstimmung auf dem Parteitag im Frühjahr diskutieren, denn Frauke Petrys Position war keineswegs gemäßigt, sie war sehr radikal, ja, also wenn man sie sich genau anguckt. Das war ein Männerbündnis, das kurz nach der Spaltung der Partei 2015 geschlossen wurde. Meuthen reiste zu der zentralen Veranstaltung des rechtsextremen Flügels der AfD, dem Kyffhäuser-Treffen, und machte hier sozusagen sein Männerbündnis mit Höcke als Rechtsaußen und Gauland, der immer sozusagen vermitteln sollte, also eine vermittelnde Position einnehmen sollte, aber sehr klar dem rechtsextremen Flügel angehört und den rechtsextremen Flügel immer sozusagen promotet hat. Poggenburg ist da sozusagen allenfalls Juniorpartner, so wenn Sie jetzt in der Sprache der One-Percenter-Rocker, die hier am Samstag demonstrieren wollen, sprechen, könnten Sie sagen, der ist so ein bisschen Hangaround im Gegensatz zu den Full-Members Meuthen, Gauland, Höcke. So ist das offensichtlich in Männerbünden. Hier setzen sich die rechtsextremen Sprechlagen und die rechtsextremen radikal-nationalistischen Kräfte so weit durch, dass sie die Partei heute mit Abstrichen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich meines Erachtens dominieren. Damit ist die AfD noch keine klar rechtsextreme Partei, aber die Dominanz scheint mir sehr augenfällig und sehr offensichtlich rechtsextremer Kreise in dieser Partei. Und auch eine Alice Weidel, ja, mit ihrer Biografie und ihrer Lebensweise, ihrem Bekenntnis zu ihrer Partnerschaft mit einer Frau. Auch eine Alice Weidel war nur wählbar durch ihr massives Bekenntnis zum Nationalismus, das sie bei dem Wahlparteitag damals abgegeben hat. Kurz zur Zusammensetzung der AfD, wie sie sich mir darstellt. Und ich meine jetzt hier nicht die Wählerinnen und Wähler. Das ist mir ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen. Ich mache jetzt keine Analyse der Wähler. Das ist mir zum Teil zu diffus, das zu tun. Das Bild ist mir nicht eindeutig genug. Mir geht es jetzt wirklich um die Kräfte, die diese Partei konstituieren, die man früher vielleicht soziale Basis genannt hätte, die hinter der AfD stehen, die in der AfD aktiv werden, die in der AfD Funktionen übernehmen oder kandidieren. Über lange Zeit konnte man sagen, in etwa gedrittelt, ein Drittel bürgerliche Anhänger, aktive Funktionärinnen und so weiter, die eine Vorgeschichte im Umfeld der Unionspartei oder auch der FDP haben, dazugeordnet oder sogar aktiv waren. Zu einem Drittel das, was ich vorhin frei flottierend nannte, da kommt etwa Frauke Petry her, die vorher nicht politisch aktiv war, auch wenn sie sagt, ich stand der Union nahe, die hat keine Parteiarbeit oder so gemacht, auch nicht im Vorfeld und Umfeld. Und ein Drittel der Partei kommt tatsächlich aus einer Rechtsaußenposition, waren aktiv in Rechtsaußenparteien und Organisationen zuvor. Inzwischen dürfte sich dieses Verhältnis deutlich zugunsten dieses rechtsextremen Flügels verschoben haben. Die AfD ist weitgehend eine Männerpartei. Wenn wir uns die Funktionärsebene, Kandidatinnenebene und so weiter angucken, kommen wir meistens auf so Werte um 20%, egal wonach wir gucken. Das ist deutlich unter den anderen Parteien. Nur die Union ist manchmal in der Lage, sich diesem Wert anzunähern, aber meistens doch drüber, über 20%. Das ist sehr typisch für diese Partei. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass auf den Wahlplakaten, auf den meisten nicht personengebundenen Wahlplakaten, also wo nicht Kandidatinnen oder Kandidaten abgebildet sind, Frauen mit oder allein Frauen drauf sind. Ja?
Das sind keine Frauen, das sind Frauenbilder, und zwar männliche Frauenbilder, das ist ganz klar. Ne? Sie sehen also Bikini-Popos von hinten, kein Gesicht. Ja? Sie sehen eine Gruppe, die also sozusagen eine tanzende Kleinfamilie, die am Strand sozusagen sich wohlfühlt als Kleinfamilie. Sie sehen alle diese Personen nur schattenhaft, aber sie sehen aber auch die eindeutig als Mutter gekennzeichnete Person, als Frau und Mutter gekennzeichnete Person nur als Schatten. Sie sehen kein Gesicht, und das ist besonders sinnfällig und auffällig bei dem aus meiner Sicht empörendsten Plakat, das die AfD aufhängt, Neue Deutsche machen wir selber, ja, wo sie doch durchaus ein bisschen was vom Gesicht sehen, nämlich so lange, dass sie erkennen können, diese Frau lächelt und ist glücklich. Es muss ja eine glückliche Mutter sein, das kann ich ja nur übers Lächeln zum Ausdruck bringen. Mehr vom Gesicht der Frau sehen wir nicht, sondern das, worauf es eben bei der Gebärmaschine ankommt, den Bauch. Ja. Also das ist sehr typisch für diese Partei. Unabhängig von der Zustimmung, die die AfD bei jungen Wählerinnen und Wählern mitunter gehabt hat, ist es eine Partei eigentlich der mittleren und älteren Semester. Also Sie können im Prinzip sagen, so unsere Generation ist eigentlich hier das Problem. Die Jahrgänge von 1970 aufsteigend, also 1970 und älter, das ist so im Prinzip das, was die Gesinnungs- und Denkwelt der AfD ausmacht. Ja? Das sehen Sie auch daran, wenn Sie sich die junge Alternative angucken, die eine relativ spaßlose Veranstaltung ist und sicherlich anders als die grüne Jugend, wie ich sie mir zumindest vorstelle. Es ist eine mittelständische Partei, das ist auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist keine Partei des Großkapitals, wie man das manchmal sozusagen aus marxistischer Sicht sieht oder so. Ne? Und es ist aber auch keine Partei, sozusagen keine Arbeiterpartei, keine Partei der Prekarisierten, die deren Stimme zum Ausdruck bringen. Denn wir wissen sozusagen, dass diese Kräfte heute keine Stimme mehr haben, ja, dieser Teil der Gesellschaft, und entsprechend wählt. Ja? Weil es eben keine Schutz macht, wie Lassalle das mal bezüglich der SPD genannt hat, dieser kleinen Leute mehr gibt. Nein, die AfD wird getragen von Mittelstand, vom gewerblichen, handwerklichen, teils auch akademischen Mittelstand. Die wesentlichen Vertreter der AfD sind selbstständig oder in sowas wie mittlerem Management, teamleitend, irgendwo verantwortlich tätig. Das heißt, sie sind, ihre Tätigkeit ist behaftet mit viel eigener Leistung oder zumindest dem, was man als eigene Leistung empfindet. Sie ist risikobehaftet. Zumindest für selbstständige, mittlere und kleine selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und sie wird von dem Empfinden getragen, dass man durchaus nachvollziehen kann, dass möglicherweise auch stimmt, überproportional belastet zu sein. Angesichts der Tatsache, dass sozusagen die Armen nicht besteuert werden können und die Reichen nicht besteuert werden sollen, um es mal platt zu sagen, denkt der Mittelstand mit nicht ganz zu Unrecht, wir tragen im Prinzip hier die Lasten. Ja? Das bedeutet immer auch Sorgen im Alltag, was vielleicht so ein negativ-pessimistisches Weltbild mit beeinflussen mag. Ja, ich habe zwar Geld, ich habe ein Haus gebaut oder ich habe was auf der Bank oder so, oder ich habe was in Betrieb gesteckt. Ich weiß jetzt, ich werde nicht verhungern, auf der Straße sitzen oder gar übers Mittelmeer flüchten müssen. Aber ich habe das Geld ja nicht frei und am Monatsende muss ich trotzdem meine Rechnung bezahlen und dann habe ich vielleicht noch zwei Angestellte, die wollen auch ihren Lohn und ihr Gehalt kriegen. Stellen Sie sich das so vor, als sozusagen Denkwelt, und dann stellen Sie sich vor, dass man erzürnt, erbittert ist und das Gefühl hat, man kriegt eine Zumutung nach der anderen aufgelastet. Weiter charakteristisch scheint mir zu sein, dass die Denkwelt in der AfD sehr stark geprägt wird durch den Maßstab ländlicher Raum. Klein- und Mittelstädte, vielleicht die Vorstädte der großen Städte, die Stadt ist ein Wider, wie um 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende herum ein Feindbild erster Güte. Ja. Sie ist verkommen, sie ist verworfen, sie ist kriminell, sie ist behaftet mit allem möglichen Verfall und so weiter. Ich mein Leben lang in West-Berlin gelebt habe und seit meiner Studienzeit in Innenstadtbezirken, kann das nicht nachvollziehen. Aber ich kann ungefähr mir vorstellen, wie das ist, wenn man dann in die Stadt fährt und das Gefühl hat, hier gibt es ja nur noch ausländische Imbisse und die ganzen runtergekommenen Gestalten und oh Gott, da muss man ja Angst haben, die Kriminalität und so weiter. So ein bisschen wie in Taxi Driver, wenn jemand von Ihnen sich noch an diesen großartigen Film aus den 70er Jahren erinnert. Kommen wir zur Programmatik, ich hatte das versprochen, die eng damit zusammenhängt, mit dieser
sozialen Klientel, die ich gerade versucht habe zu umreißen. Das sind keine empirischen Befunde, ja. Das sind jetzt nicht, ist jetzt nicht Sozialstatistik, was ich betrieben habe, sondern ich habe versucht, ihnen ein bisschen einen Eindruck zu geben, was sich darstellt in der Sprechweise der AfD und ihres Umfelds, ne, die wir ja ganz gut kennen, deswegen, weil wir ja viel dieser Gedankenwelt über Kommentarspalten, vor allem über Facebook, nachvollziehen können. Ne? Also das, wir wissen ja sozusagen, was da an die Oberfläche drängt, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen empirisch ausgewertet hätte. Ja. Also 2016 wird ein Grundsatzprogramm verabschiedet, ein überraschend umfangreiches. Das ist sehr untypisch für populistische Parteien, für rechtspopulistische Parteien. Wir sagen eigentlich fast schon definitorisch, ein schmaler ideologischer Kern, ein schmaler programmatischer Kern zeichnet populistische, vor allem rechtspopulistische Parteien aus. Und sie sind auch gut beraten, wenn sie so vorgehen. Also wenige knappe und möglichst für viele Wähler attraktive und Wählerinnen attraktive sloganartige Bekundungen und nicht ein 90-seitiges ausgearbeitetes Grundsatzprogramm. Das hat mich überrascht. Wenn Sie ein bisschen verstehen wollen, wie die AfD tickt, lohnt es sich, das sich anzugucken. Es ist lohnender als das darauf aufbauende, aber sehr viel weniger umfangreiche zweite Wahlprogramm von 2017. Das ist aber im Wesentlichen, Sie haben da nicht viel verloren, weil das Wahlprogramm schmaler ist, aber eigentlich sehr stark sozusagen daraus abgeleitet, was man da 2016 am 1. Mai beschlossen hat, am 30. April und 1. Mai 2016. Es entspricht im Prinzip dem frühen Sammlungsgedanken der AfD, also zu vereinbaren sozusagen also Kompromisse zu schließen zwischen dem eigentlich in Wirtschafts- und Sozialpolitik weiter sozusagen Orientierungspunkt einer wirtschaftsliberalen, marktradikalen, aber nicht neoliberalen, das ist mir ganz wichtig, ist keine neoliberale Agenda, aber eine sozusagen wirtschaftsliberale und auf wenig Sozialstaat orientierte Agenda, das aber nicht zu laut werden zu lassen, damit man sozusagen die nationalsoziale Agitation weiter betreiben kann und nicht die Wählergruppen verschreckt, die sozusagen in einer anderen sozialen Lage sind. Es ist viel Kraut und Rüben in diesem Programm, es ist viel obskure Sonderthemen, die ausgewalzt werden, ist nicht ganz untypisch für die äußerste Rechte. Mein Lieblingskapitel ist definitiv das über CO2, das werde ich noch meinen Enkeln an langen Winterabenden vorlesen, das hat satirische Qualitäten, kann ich nur zur Lektüre empfehlen. Also es ist so ein bisschen wie das Kind, das sich die Augen zuhält, in den Keller geht und sagt, es ist ja gar nicht dunkel und ich habe ja gar keine Angst, es gibt keinen Klimawandel und CO2 ist eigentlich was ganz Tolles. Lesen Sie es mal. Kernpunkt des Programms ist Nationalismus. Mit dem zentralen Gewicht, in einer zentralen Gewichtung auf, das ist für die AfD ein ganz wichtiger Punkt, auf der sozusagen der Rekonstruktion einer heteronormativ verstandenen Kleinfamilie, die aber wiederum der Kernpunkt der Nation ist. Also die Familie ist die Keimzelle der Nation. Ja? Und zwar diese Familie, wie sie hier skizziert wird. Ich komme gleich nochmal drauf, ist die Keimzelle der Nation und im Übrigen ist sie auch die sozialpolitische Lösung. Wenn wir nämlich sozusagen wieder intakte Familien haben, dann kümmern sich die Familien um die, die aus dem Produktionskreislauf rausfallen und der Staat muss das nicht tun. Das ist die Vorstellung. Das können Sie so im Prinzip so nachlesen im Punkt Sozialpolitik, der aus nichts anderem besteht als aus dem Gedanken der Familienförderung. Ich habe das Programm nach der Verabschiedung 2016 in einem Kommentar für die Blätter und Deutsche und internationale Politik als reaktionär bezeichnet und meine damit reaktionär im klassischen Sinne des Wortes. Also die Jahrgänge, die ich beschrieben habe, die Jahrgänge, die in den 70er, 60er, 50er und sogar 40er Jahren aufgewachsen sind, die orientieren sich an einem idealisierten früheren Zustand der alten Bundesrepublik Deutschland. Programmatisch-politisch durchaus weniger bedeutsam, aber auch vorhanden ist eine Orientierung an der DDR. Aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ja, bestimmende Kräfte für die Programmatik der AfD kommen aus dem Westen, sind im Westen sozialisiert und diese DDR-Bezüge sind vorhanden, aber sie sind bei weitem nicht so stark, wie man das mitunter annehmen sollte. Einer Bundesrepublik, einer alten Bundesrepublik, wie sie angeblich gewesen sei, und zu der man zurück muss. Wohin muss man also zurück? Man muss zurück hinter 68. Und das war ja genau auch sozusagen in der Angriffsphase 2015 die Parole von Jörg Meuthen, 68 abwickeln, 68 beseitigen, diesen Sumpf trockenlegen. Also im Prinzip zu einem Zustand zurück,
wie man ihn sich vorstellt, wie er vor den großen politisch-kulturellen und gesellschaftlichen Modernisierungs- und Demokratisierungsprozessen der bundesdeutschen Gesellschaft gewesen ist, denn die lagen ja nun mal in dem Zeitraum zwischen den 60er und 70er Jahren. Was bedeutet das? Eine Orientierung an der heteronormativen Kleinfamilie. Laut Programm der AfD besteht die Familie aus Vater, Mutter und Kindern. Der Vater wird dabei in der Regel sozusagen wird es begrüßt, wenn der Vater die Ernährerfunktion ausübt und die Mutter sich um Kinder und Haushalt kümmert. Sie muss nicht gleich Hausfrau werden, aber das ist trotzdem ihre Rolle und ihre Zuschreibung. Damit verbunden klaren Geschlechterrollen und verbindlichen Sexualnormen. Abweichungen sind zu dulden, aber eben nur zu dulden und nicht etwa mit Forderungen verbunden nach Gleichberechtigung, Gleichstellung oder gar sowas wie Unisex-Toiletten. Ich weiß nicht, wie viele Unisex-Toiletten kennen Sie in Berlin? Ich kann die an einer Hand abzählen. Aber offensichtlich scheint das ja das schlimmste Problem zu sein, dass wir haben, dass überall uns unsere Männer- und Frauentoiletten weggenommen werden. Diese Gesellschaft war nicht durch auffällige, bemerkbare Migration geprägt, denn die sogenannten Gastarbeiter, über die die Kanzlerin zu ihrer Schande, wie ich sagen möchte, am Sonntag behauptet hat, ihre Integration sei gescheitert, dieser Satz fiel am Sonntag in dem Duell, der wäre nicht unwidersprochen geblieben, wenn einer der Moderatorinnen oder Moderatoren sozusagen als Person verkörpert hätte dieses Nicht-Scheitern der Integration der sogenannten Gastarbeiter in ihrer großen Mehrheit. Also es gab keine nennbare, erkennbare Migration nach Deutschland. Deutschland schien kulturell homogen, so zumindest diese Vorstellung von dieser Gesellschaft. Ausländer waren Gäste. Und das bedeutete, ihre Anwesenheit war abhängig von ihrer Anpassung, ihrer Unterordnung. Das war die Voraussetzung dafür, dass man sie duldete. Ja, also es ist keine NPD, die eine radikale Entausländerung auf Grundlage einer ethnisch-rassistischen Politik befürwortet, sondern die sollen nicht auffallen. Die sollen sich anpassen. Dann sind sie zu dulden. Nur dann. Die ökonomische Basis dieser vorgestellten Bundesrepublik waren mittelständische Betriebe im verarbeitenden Bereich, im Handwerk, im Dienstleistungssektor mit einer hohen Bedeutung technischer Intelligenz, abhängig vom Fleiß, den Fähigkeiten spezialisierter Mitarbeiter und dem unternehmerischen Engagement und der Risikobereitschaft derjenigen, die Unternehmen führten. Die Bedeutung gewerkschaftlicher Mitbestimmung für die bezeichnenden Jahre, insbesondere die 60er Jahre, wird dabei geflissentlich vergessen in der AfD, denn den Gewerkschaften wird eine Gegnerposition zugeschrieben, unter anderem wegen ihrem klaren Bekenntnis zur Demokratie und gegen Ausländerfeindlichkeit, zumindest bei den meisten Gewerkschaften. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik schien nationalökonomisch orientiert mit einem milden, die Außenwirtschaft nicht behindernden Protektionismus und vor allem mit einem ausgeglichenen Handelsdefizit. Da ist natürlich ein Punkt angesprochen, den wir ernst nehmen müssen. Übrigens auch in der Inauguralrede von Präsident Trump ist hier ein Punkt angesprochen, den wir durchaus in unserer Wirtschaftspolitik sehr ernst nehmen sollten. Eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz war immer sozusagen einer der vier Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Das scheint in unserer Wirtschaftspolitik keine Rolle mehr zu spielen. In den USA zeigt es sich in den negativen Auswirkungen eines Defizits und bei uns in den Problemen, die uns unsere Exportorientierung macht. Aber das ist eine andere Frage. Ich will damit nur eigentlich andeuten, Sie müssen nicht alles, was sozusagen aus der AfD kommt, gleich für wahnhaft halten, sondern sollten sich das auch im Einzelnen angucken. Es gab eine im Prinzip patriotische Geschichtserzählung. Vom Nationalsozialismus distanzierte man sich in dieser Zeit. Man konnte ihm den Totalitarismus zurechnen und damit integrieren in eine antikommunistisch geprägte, vorgeprägte Politik, die eine ernstzunehmende kritische Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und ihrer Vorgeschichte war in der Form nicht wahrzunehmen. Man konnte auf das bundesrepublikanische Deutschland stolz sein. Den christlichen Konfessionen kam eine Leitrolle in der Gesellschaft zu. Die christlichen Konfessionen, die viele Schritte ihrer Modernisierung, Liberalisierung und auch ihren Abschied vom Antisemitismus noch nicht in der Form vollzogen hatten, also für den Katholizismus, der alte Katholizismus vor dem Zweiten Vatikanikum,
vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und für den Protestantismus analog, der ja ähnliche Wandlungsprozesse durchgemacht hat. Abweichende Bekenntnisse oder Religionslosigkeit waren entsprechend der Verfassung zu dulden, aber eben zu dulden. Forderungen hatten sie nicht zu stellen. Ja. Es ist ganz eng verbunden mit diesem Gedanken der Dominanzkultur, wie Birgit Rommelsbacher das mal genannt hat, also sozusagen, wer ist Herr im eigenen Haus? Das hat Götz Kubitschek, ein Vordenker der Neuen Rechten, der die AfD mitschult, kritisch begleitet seit ihrer Vorgeschichte und seit ihrem Beginn so zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, wir wollen sagen, wer Herr ist im eigenen Haus. Und Sie merken eigentlich alle diese Grundelemente, die Fremdenfeindlichkeit, diese Orientierung auf das Eigene und das Eigentum, wie aber auch diese männlich geprägte Dominanzkultur und den Autoritarismus, merken Sie in dieser Formulierung, zeigen, wer Herr ist im eigenen Haus. Ja, die man dann symbolisch inszeniert, wenn man dann mit lautem Gebrüll wie so ein alter Patriarch der 50er Jahre oder der 60er Jahre die Journalisten, die einen interviewen, rausschmeißt, weil sie schlecht über Deutschland reden, in einer dieser unsäglichen Home-Stories über Götz Kubitschek. Was in diesen Räumen nicht unterbleiben darf, ist ein Blick auf die Energiepolitik. Energiesicherheit schien gegeben auf der Basis fossiler Brennstoffe bzw. der Kernenergie als sauberer Zukunftstechnologie. Es ist eine Zeit, in der der Individualverkehr auf Basis von Verbrennungsmotoren sozusagen tonangebend war. Also wir stellen uns sozusagen vor, den Familienvater im eigenen Haus, das er sich gebaut hat. Morgens setzt er sich in sein eigenes Auto und fährt damit zur Arbeit, erwirtschaftet das Einkommen der Familie und dann kommt man nach Hause und es orientiert an Wachstum, an einem expansiven Wirtschaftsmodell. Ja. Und wenn man anmerkt, dass das möglicherweise schwierig sein könnte mit den Grundlagen unseres Wirtschaftens und der Substanz, die dieser Planet hergibt, dann wird das negiert. Dann steckt man sich die Finger in die Ohren und sagt, es gibt keinen Klimawandel, das interessiert uns nicht. Ich könnte das verlängern. Ich könnte das im Bereich der inneren Sicherheit und der Ordnungspolitik verlängern. Sie haben, glaube ich, verstanden, dass das Bild, was hier gezeichnet wird, chimärisch ist, idealisiert ist. So war es ja nicht. Ja. Nochmal, das ist eine Denkungsart. Ja, mir ist es aufgefallen, dass ich Facebook-Seiten gesehen habe, wo Aktivisten der AfD oder ihres Umfelds ihre Inhalte posten und dann taucht immer wieder so ein bestimmtes, ich glaube Memi nennt man das oder so, so ein bestimmter Satz auf, wenn du auch so groß geworden bist, dann like das hier. Und dann kommt eben sozusagen, Sie kennen das, ja, also wie geht das dann, ne? Wenn du ohne Helm mit dem Fahrrad in den Wald gefahren bist und noch selbst dies und immer ein Taschenmesser dabei hattest und so weiter. Ja. Da habe ich begriffen, und das habe ich auch begriffen, Frau Zepp, als wir zusammen über Zukunft sprachen, ja, dass hier eigentlich Generationen sprechen, die einen guten Teil ihrer Zukunft hinter sich haben. Ja. Und das erklärt vielleicht auch, angesichts der demografischen Entwicklung, erklärt vielleicht auch, warum man so versessen auf plebiszitäre Elemente ist, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ein Deutschland der Grenzen und Schlagbäume, mit klaren Grenzmarkierungen nach außen, selbstverständlich, die Grenzen gab es noch, aber auch nach innen. In der Gesellschaft, Aufstiegsgrenzen, ein gestaffeltes, ein gegliedertes Bildungssystem, was keine andere Funktion hat, hier spreche ich jetzt im Präsens, und hatte als sozusagen Menschen ohne einen Bildungshintergrund oder mit einem schlechteren Bildungshintergrund von einer besseren gesellschaftlichen Position fernzuhalten, denn das ist die Funktion des gegliederten Schulsystems, ich sage das als Gesamtschüler. Dass Geschlechtergrenzen aufrechterhalten hat und so weiter. Also das ist sozusagen die Orientierung an Schlagbäumen und Grenzen, zu der man zurück will. Nicht zu trennen von Feindbildkonstruktionen, die auf verschwörungstheoretischem Denken aufbauen, auf verschwörungsmystischem Denken aufbauen. Und Schuldzuweisungen, massiven Schuldzuweisungen an Personen und Personengruppen, die angeblich verantwortlich sind für diese Entwicklung. In Verbindung mit eben durchaus wahnhaften verschwörungsmystischen Fantasien. Sie können das nachvollziehen in Begriffen wie Umvolkung oder der große Austausch, die hier fallen, wenn es um Zuwanderung geht. Ja, das ist also sozusagen ein aktiv gesteuerter Prozess, um die Substanz, die biologische Substanz des deutschen Volkes zu beseitigen. Ja.
Und wer ist schuld dafür? Das ist jetzt oft genug gesagt worden und wird immer wieder wiederholt. Ein linksgrün alternativ versifftes Milieu. Die 68er, die Ideologen des Multikulti- und Gender-Wahnsinns. In Bezug auf die Klimapolitik heißt das dann, mit der Energiewende würde der große Umbau befördert werden. Der große Umbau heißt, dass sozusagen die Energiewende nur ein Trick ist, um den Sozialismus in Deutschland einzuführen. Ja, das ist kein Witz. Lesen Sie das im Grundsatzprogramm nach. Der große Umbau wird hier in Anführungsstrichen und mit zwei Großbuchstaben als stehende Bezeichnung, ähnlich wie der große Austausch oder die Umfolgung, verwendet. Seit 2015, und zwar ganz konkret seit dem September 2015, tritt hinzu die Agitation und das Feindbild einer Kanzlerdiktatorin, einer Regierungschefin, die, man mag von ihr und ihrer Politik halten, was man will, mit einer Mehrheit regiert, wie sie in der Geschichte der Bundesrepublik kaum je, wenn überhaupt, da gewesen ist. Also eine demokratische Legitimation für sich beanspruchen kann, wie kaum ein Kanzler vor ihr, vielleicht mit Ausnahme Adenauers, wird als Kanzlerdiktatorin bezeichnet und ihr wird vorgeworfen, dass sie eben aus der DDR kommt und DDR, also sozusagen auch den Sozialismus verwirklichen will. Die Ausländer und der Islam sind nicht die zentralen Objekte dieser feindseligen und verschwörungsmystischen Schuldzuweisung. Sie sind Objekte des Hasses, sind Objekte der Gewalt. Und sie sind auch Gegenstand von Verschwörungsmythen, etwa in dem Verschwörungsmythos von einer angeblichen Islamisierung des Abendlandes, einer gezielten, oder in dem Mythos eines sozusagen einer Aggression, als die Zuwanderer wahrgenommen werden. Also die sozusagen, das ist sozusagen der gezielte Prozess, sich Deutschland anzueignen, eine fremde Landnahme, ja. Aber die zentrale Feindstellung, die ist sozusagen, wie oft in solchen Bewegungen, gegen die vermeintlich Verantwortlichen im Inland. Martin Sellner, der sozusagen die Repräsentationsfigur der Identitären Bewegung Österreichs, der auch in Deutschland einige Prominenz erreicht hat. Martin Sellner hat diesen Personenkreis, also im Prinzip Sie, wie Sie hier sitzen, als die großen als die Austauscher bezeichnet. Und die eigentlichen Feinde sind nicht die Ausländer. Die muss man sich zwar vom Hals halten, aber die Austauscher, die Verantwortlichen, die sind die eigentlichen Feinde. Hier knüpft das Selbstbild der AfD und ihres Milieus an. Sie sind die Kräfte des Widerstands dagegen, die eine wahre Demokratie erst noch verwirklichen, eine wahre Demokratie verwirklichen müssen. Sie sind Demokraten, ja. Sie wollen sozusagen die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit wieder herstellen und wahre Demokratie schaffen. Und sie hetzen deswegen, oder sie, was heißt hetzen, entschuldigen bitte, die Zielrichtung geht deswegen auf die Parteien und die Parteien an erster Stelle und die durch die Parteien gesteuerten, kontrollierten Parlamente. Und eine Regierung, die angeblich in Abhängigkeit von den Lobbyisten in den Parlamenten und den Parteien eine verantwortungslose, antinationale Politik betreibt. Dagegen sei Widerstand geboten. Man beruft sich auf das Grundgesetz. In den Kreisen, die das am lautstärksten gemacht haben, wohl wissend, dass das Grundgesetz das nicht hergibt, der Widerstandsartikel. Und das hat um die Jahreswende 2015-16 zu wirklich euphorischen Erwartungen geführt in diesem Milieu, die ich auch für wirklich ernst zu nehmen halte, dass das politische System zusammenbrechen werde, binnen Jahresfrist, wie 1989 die DDR zusammengebrochen ist. Hören Sie sich Höcke-Reden aus dieser Zeit an oder lesen Sie auch einfach nur die Kommentarspalten und Einträge auf Facebook und so weiter. Ja, das bricht zusammen, wir werden hier jetzt bald am Ruder sein. Daher kommt Höckes Vorstellung 51%. Das ist die Überlegung. Ja. Wir haben ja das Volk hinter uns. Und wenn man nur in Erfurt auf dem Kundgebungsplatz steht und die Gegendemonstranten durch ein Kordon von einem abgehalten werden, dann muss man auch zu dem Eindruck vielleicht kommen. Keine Ahnung. Diese Zeit brachte eine Radikalisierung in Denken, Rhetorik und Handlung mit sich, die getragen wurde von dieser sehr aggressiven Straßenbewegung, die das sozusagen das Medium war, das Fluidum, in dem die AfD groß werden konnte.
Wenn Sie wissen wollen, welches Demokratiebild dahinter steckt, schauen Sie sich den Abschnitt 1 im Grundsatzprogramm an, dem man offenbar großen Wert zumisst, um das jetzt ganz kurz zusammenzufassen. Alle Forderungen hier sind einseitig gegen die Parteien und das Parlament gerichtet. Man kann ja darüber reden, ob hier nachzusteuern ist, etwa in der Parteienfinanzierung, das fordert ja auch das Bundesverfassungsgericht, im Lobbyismus und so weiter gibt es ja sicherlich Verbesserungsbedarf, aber alle Vorschläge zur Verbesserung der Demokratie, zur vermeintlichen Verbesserung der Demokratie, zielen auf das, was der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert als das Herz der Demokratie bezeichnet hat, nämlich das Parlament. Ja, den Ort, wo unsere Volkssouveränität ihren konkreten, wirklichen Ort findet. Sie können daraus entnehmen, dass das Parteiprogramm der AfD zwar nicht in dem Sinne, wie das der NPD verfassungsfeindlich ist, ja, das ist es nicht, aber Sie können die Spannungsverhältnisse zur parlamentarischen Verfassung und zu unserer pluralistischen Verfassungsordnung aus diesem Programmpunkt sehr deutlich ablesen. Was man bevorzugt, sind plebiszitäre, ist eine plebiszitäre Demokratie. Man hofft sich eben sozusagen, dass die ehernen Säulen der Beharrung, wie Ralf Dahrendorf das mal genannt hat, sich in plebiszitären Abstimmungen schon durchsetzen werden. Ja. Und da muss man sagen, ich sage das hier durchaus provokativ, zur Popularität plebiszitärer Demokratievorstellungen haben auch die Grünen beigetragen mit ihrer Forderung nach mehr Plebisziten in der Substanz. Hat das auch zur Delegitimierung der repräsentativen Demokratie und der parlamentarischen Regierungsweise beigetragen. Zum Schaden unserer Republik. Ja. Denn der republikanische Charakter macht sich eben in dieser Verfassung bemerkbar. Wir können diesen Abend wahrscheinlich nicht beenden, ohne über Perspektiven zu reden, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich jetzt lang genug geredet habe und wir auf die Perspektiven dann gleich eingehen, was ich gerne machen möchte, in einem eher offenen, diskursiven Teil. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Anmerkungen, ausdrücklich auch auf Ihre Diskussionsbeiträge, denen ich nicht ins Wort fallen werde mit dem Argument, keine Co-Referate, denn ich finde, das gehört sich nicht. Sie dürfen also gerne, also ich bin nicht beleidigt, wenn Sie etwas länger reden. Vielen Dank und auch nochmal vielen Dank an die Aufforderung zur Diskussion. Ich würde Sie dann bitten, wenn Sie Fragen und Kommentare haben, sich hinter dem Mikrofon da in der Mitte zu versammeln. Ich habe tatsächlich jetzt erstmal zwei Fragen bzw. Kommentare dazu, was so ein bisschen in die Richtung geht, auch Perspektiven. Meine erste Frage ist, also ich sehr überzeugend dieses Bild des reaktionären Familienbildes und Weltbildes insgesamt, das leuchtet mir alles sehr ein und spiegelt sich ja, wie gesagt, auch durchaus in den Bildern, die da produziert werden. Meine Frage zielt darauf ab, ist das aber generationell wirklich so festzulegen? Weil wir haben ja in der Zwischenzeit auch durchaus Berührungspunkte mit der sogenannten identitären Bewegung. Und da haben wir ein ganz anderes Bild der generationellen Zusammensetzung. Wir haben überwiegend Leute zwischen 20 und 30. Also wo ist da nicht auch ein Rekrutierungsfeld für Parteien dieser Art? Das wäre jetzt erstmal meine erste Frage. Soll ich gleich an? Ist das an? Ja. Also die identitäre Bewegung tritt ja mit dem Anspruch an, sie sei die Jugend ohne Migrationshintergrund, die Generation Identitär. Ich komme ja gerade aus, wo die Identitären 2011, glaube ich, gegründet wurden. Ich komme ja gerade aus Frankreich und was mir so sehr deutlich aufgefallen ist, ist, wie jung diese Gesellschaft im Vergleich zu unserer Gesellschaft ist. Ich möchte also über Frankreich nicht sprechen, wo ich mir vorstellen kann, dass es tatsächlich ein gewisses Maß an Authentizität hat, wenn hier junge Menschen auftreten und sagen, wir haben Erfahrung gemacht sozusagen. Ne? Aber diesen Erfahrungshintergrund, den würde ich den Identitären, wie ich sie kenne,
absprechen. Also das Manifest, der Aufruf der, der Génération Identitaire 2011 in Frankreich, die Kampfansage, wie das damals hieß, wir erklären den Kampf oder den Krieg, ich weiß es nicht mehr genau. Bitte? Das ist eine Kriegserklärung, die war damit verbunden, dass sie sagen, wir kennen Mohammed oder irgendein arabischer Name und wir wissen, dass wir nie sein Freund werden werden. Ja. So. Wir haben gelernt, wir haben erfahren. Ich kann das für Frankreich nicht beurteilen, wie viel authentische Erfahrung dahinter steckt, aber ich denke doch, die überschaubare Gruppe der Identitären insoweit ganz gut verstehen zu können, als ich diese authentische Erfahrung rundweg verneinen würde. Die Identitären sind kürzlich in der Frankfurter Rundschau oder in der Zeit, glaube ich, als Scheinriesen bezeichnet worden. Und das sind sie meines Erachtens auch eine Bewegung. Eine Bewegung ist es nicht. Das ist ein Netzwerk von einer überschaubaren Anzahl von Aktivisten in Deutschland mit einem gewissen Resonanzkörper und einem Boden. Was ist der Maßstab? In den frühen 90ern hatten wir eine rechtsextreme Bewegung. Wir konnten das wahrnehmen im Stadtbild. Ja, sie sahen junge Leute, die sich auf die eine oder andere Weise mit Aufnähern, T-Shirts oder auch nur ihrem Auftreten als Angehörige dieser Bewegung zu erkennen gaben. Ich habe noch nie im Stadtbild, in der Universität, an den Schulen oder so, Identitäre wahrnehmbar gesehen. Wohl ihre Propaganda. Ja. Das ist, was begründet Ihre Heiterkeit? Ich glaube, das ist der Trick. Ja, das ist der Trick. Wenn man die anschaut, ganz genau. Dann sehen die aus wie die grüne Jugend. Ja. Und die benutzen auch die Begriffe und drehen sie sozusagen um. Ich glaube, ich kann das kurz aufnehmen. Wir können das ja gleich noch vertiefen. Das ist genau der Trick, ja. Und man kann auch richtig sehen, wie das in Deutschland etabliert wurde. Wie sozusagen Vordenker wie Götz Kubitschek, der ist mein Jahrgang, der kommt jetzt ein bisschen in die Jahre, ist ein bisschen angerostet, war ja immer so ein jugendlich Testosteron auftretender Mann und jetzt wir brauchen eine Jugend, wir brauchen eine wahrnehmbare, schöne, ästhetische Jugend, und dann hat er sich die so ein bisschen zusammengesucht und gesagt, jetzt macht mal was los, Kinder. Ja, wir haben Fotos vom 17. Juni 2016, wenn Sie die in der Zeitung gesehen haben, und die Zeitungen bilden das dann ja immer so ab, ja, dann sehen Sie ein Fahnenmeer aus gelb-schwarzen Identitären fahren. Ja, und mein Kollege Christoph Schulze hat ein Foto gemacht, wo Sie sehen, wo Sie diese Demonstration von der Seite sehen, das sind 4 Reihen oder 5. Ja? Und jeder hat halt eine Fahne in der Hand. Und wenn man das auf einen bestimmten Blickwinkel fotografiert, dann sieht das halt massiv mächtig aus. Ich habe auch eine Fotostrecke gesehen von der Demonstration am 17. Juni hier in Berlin dieses Jahr. Die war ja nun tatsächlich ein bisschen größer. Ja? Immer noch weniger als die Neonazis auf die Straße bringen, wenn sie Hess gedenken. Oder gar, wenn sie in Thema Rechtsrockkonzerte machen. Aber das war ja schon ganz ordentlich. So 800 Leute hätte ich denen nicht zugetraut zu mobilisieren. Aber wenn Sie die Bilder ansehen, dann sehen Sie, dass tatsächlich nur die selbstverbreiteten Bilder dieses jugendliche Erscheinungsbild geben. Die Identitären-Demo war sehr, sehr viel gemischter und vom Publikum und von der Klientel her sehr viel näher an Pegida-Demonstrationen dran. Ja, da liefen sehr ein sehr hoher Prozentsatz an älteren Leuten mit und stellte die Masse. Ich will es nicht zu sehr auf Generation verengen. Ja, es ist kein reines Generationsproblem. Ich sage das vielleicht mit dem Nachdruck, weil die Diskussion um die AfD und den Aufstieg dieses neuen Nationalpopulismus auch in anderen Ländern mir zu oft unter dem Schatten des Aufstiegs der NSDAP diskutiert wird. Aber die NSDAP war wirklich eine sehr junge Bewegung. Ja, das waren Leute, die hatten ihre Zukunft vor sich, auch wenn sie die Zukunft für viele Menschen in Europa beendet hatten. Das waren sozusagen Menschen am Anfang ihres aktiven gesellschaftlichen Lebens. Das kann man so für diese Bewegung, zumindest in Deutschland, heute nicht sagen. Das gilt so nicht. Aber es ist natürlich natürlich gibt es auch junge Leute, die dafür ansprechbar sind und sich dem anschließen. Das will ich gar nicht negieren. Das Entscheidende an den Identitären ist, dass sie neue Aktionsformen und Möglichkeiten eröffnen, die extreme Rechte bisher nicht genutzt hat. Ja? Sie kommen damit nicht sehr, sehr früh, also wenn sie so ganz stolz darauf sind, dass sie solche Sachen machen, die Greenpeace vor 30 Jahren begonnen hat oder die Umweltschutzbewegung vor 40 Jahren begonnen hat. Dann, ja, gut, okay, also dann klopfen sie sich auf die Schenkel, ja.
meine Güte, ja. Also, aber sie eröffnen neue Möglichkeiten und sie eröffnen neuen Spielraum und darin liegt die, darin liegt ein bisschen die Bedeutung. Wir haben hier gerade in die Hand gekriegt heute eine Dokumentation einer Tagung, die wir in Potsdam hatten, und da finden Sie einen kurzen, Sie finden das auch online auf den Seiten des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, und da finden Sie einen kurzen, gut lesbaren Beitrag über die identitäre Bewegung und den Kulturkampf von rechts von Christoph Schulze, den ich Ihnen ans Herz legen kann, weil der eigentlich genau das zum Ausdruck bringt. Wo liegt das Risiko bei den Identitären, wo liegt die Gefahr und wo liegt die Gefahr, sie zu überschätzen und ihnen mehr mediale Aufmerksamkeit zu verschaffen, als sie das eigentlich im Gesamtverhältnis verdient haben. Wichtiger, wenn wir über jüngere Leute reden, wichtiger sind tatsächlich in diesen Bewegungen gewesen Fußballfan-Milieus, rechtsaffine Ultra- und Hooligan-Kulturen in den Protesten in Dresden beispielsweise, aber auch in Cottbus, die altersgemischt sind und wo sozusagen ein generationeller Brückenschlag gelingt, ja, wo sie sozusagen einen Brückenschlag haben zwischen Jugendlichen unter 18 bis zu Kumpels, die dann deutlich in den 30er und 40er Jahren sind. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann können wir machen wir weiter mit Ihnen. Und zwar wir haben ja, Sie haben ja auch die NPD, das Beispiel der NPD erwähnt. Und die NPD ist ja, nachdem sie es nicht in den Bundestag geschafft hatte, zerfallen. Sie hat sich radikalisiert. Wir haben, als wir beide über den Vortrag sprachen, und das haben wir auch in der Ankündigung gemacht, auch der Meinung, dass wir auch Radikalisierungstendenzen in der AfD haben. Das haben Sie auch mehr oder weniger nochmal hier erwähnt. Die Frage ist ja, und wir sehen ja nun wirklich auch eine Partei vor uns, wo die Spitze sich nicht nur verbal attackiert, sondern eben auch sogar juristisch gegeneinander vorgeht. Haben wir ähnliche Radikalisierungs- und Zerfallsentenzen? Gibt das Hoffnung? Ja, schon, ne? Also wir hatten ja vor Jahresfrist hatten wir ganz andere Umfragewerte, da hat man die AfD klar als dritte Kraft gesehen. Heute ist es fraglich, ob sie die dritte Kraft im Bundestag wird. Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, seien Sie nicht sicher, dass sie einzieht. Heute sage ich das mit vielen Fragezeichen, also da so hoffnungsvoll, dass sie es nicht schaffen, bin ich jetzt nicht mehr. Aber also ich persönlich, ohne jetzt Prognosen abgeben zu wollen, finde Allensbach mit 7% und einer starken FDP im Moment würde mich das weniger überraschen als eine AfD, die über 10% kommt. Ja, also da muss sie sich schon strecken. Vor allem kann sie das eigentlich rechnerisch kaum schaffen, wenn es ihr nicht gelingt, wählbar zu bleiben für bürgerliche Kreise. Das, was sozusagen ihr Geheimrezept in der Frühphase war, dass sie wählbar blieb. Ne? Gut, also das sind sozusagen die drei Szenarien, die nicht ausgeschlossen, das nicht ausgeschlossene Szenarium, dass die AfD nicht reinkommt, das sozusagen mit jeder Woche unwahrscheinlicher wird, in der sie auf diesem Niveau verbleibt, also sie wird wohl reinkommen. Ausgeschlossen ist es nicht, und wenn sie nachher nicht reinkommt, dann erinnern Sie sich, dass der Botsch gesagt hat, ich bin nicht sicher, dass sie reinkommen. Ja? Aber im Moment sieht es doch eher so aus. Die zweite Option wäre irgendwo im Bereich zwischen 6% und 9%. Nicht dritte Kraft. Dann hängt sehr viel davon ab, wie man mit der AfD weiter umgeht, politisch, im Parlament. Und die dritte Option ist natürlich, man knackt die 10% oder kommt nah ran und wird Oppositionsführerin. Dann hat die AfD natürlich, das wird natürlich unangenehm, weil es den Spielraum einer demokratischen Opposition zusätzlich einschränkt. Also man hat das ja, ich setze mal voraus, dass hier viele Anhänger oder Mitglieder oder der Grünen sind. Man hat das ja in der letzten Legislatur gemerkt, was es bedeutet, eine kleine Opposition zu haben. Ich habe es gerade wieder im Brandenburgischen Landtag beobachten können, wie die Abgeordnete Nonnemacher im Untersuchungsausschuss kämpfen muss als kleine, sehr rührige, aber eben sehr kleine grüne Oppositionsvertreterin. Das ist nicht erfreulich, eine große, starke, selbstbewusste Opposition, demokratische Opposition im Bundestag ist wünschenswert, egal wer regiert. Aber davon hängt natürlich jetzt sehr viel ab. Wird die AfD
es schaffen, Oppositionsführerin zu werden. Dann hat sie Chancen, sich sozusagen Geltung zu verschaffen. Ne? Die Perspektive ist 20 Jahre mindestens. Und das ist so ein bisschen das, was die AfD, was die AfD dazu bringen könnte, sich selbst ein Bein zu stellen. Ja? Die Perspektive ist 20 Jahre mindestens, das zeigen alle europäischen Referenzparteien. Denken Sie mal dran, wie lange der Front National oder auch die FPÖ arbeiten musste, bis sie dann in der Lage war, sozusagen ein Regierungssystem herauszufordern. Ob die deutsche extreme Rechte und die deutsche äußerste Rechte oder auch die AfD, wie auch immer sie zusammengesetzt ist, diesen Atem hat, mal sehen. Im Moment hat man überzogene Hoffnung gehabt. Und wenn die jetzt enttäuscht werden, dann kann es sehr gut sein, dass dieses Soufflé in sich zusammenfällt. Es ist keine Hoffnung, die ich äußere, sondern eine historische Erfahrung, die wir aber als historische Erfahrung natürlich nicht voraussetzen können. Es kann auch anders laufen. Ja. Es hängt sehr viel davon ab, wie die AfD auftritt und wie man mit ihr umgehen wird. Wir sagen ja in der Politikwissenschaft sozusagen, was bedingt die Erfolgschancen rechtspopulistischer Parteien. Es gibt sozusagen die Nachfrageseite oder in den Worten von Kas Mudde, dem Populismusforscher, die Demand-Side. Wer will diese Partei wählen? Ne? Es gibt so ein vermittelndes Element, die fachsprachlich External Supply Side, oder wir würden von Gelegenheitsstrukturen sprechen, die sind schwer zu beeinflussen. Ja? Also die sogenannte Flüchtlingskrise war eine großartige Gelegenheitsstruktur für die AfD. Und dann hängt aber eben sehr viel auch ab von diesem Aspekt der Internal Supply Side, also der Angebotsseite. Was bietet die Partei eigentlich selbst? Ja. Da hatte die äußerste Rechte bisher keine sehr glückliche Hand. Da gibt es ein paar Strukturschwächen dieses politischen Lagers, die aber eben auch damit zusammenhängen, dass man so weit sozusagen in irrealen Welten lebt, dass man eines bisher nicht geschafft hat, nämlich sich an Interessen zu binden, an real existierende gesellschaftliche Interessen. Das ist dem Front National gelungen, ja? Der eben auch Verantwortung übernommen hat, nicht auf Landesebene, nicht in Koalitionen sich hat verbrauchen lassen, sondern also entzaubern lassen, sondern Verantwortung übernommen hat in Kommunen, in gesellschaftlichen Vertretungskörperschaften und so weiter, der ansprechbar und vorhanden war. Und von dieser Milieubindung wird viel abhängen für die AfD. Ja? Ob ihr das gelingt, ich müsste eine Glaskugel haben, um in die Zukunft zu gucken, und könnte das dann vielleicht sagen, würde aber wahrscheinlich dann auch nur Nebel sehen. Das sind so ein bisschen die Erfolgschancen. Die Sache ist nur nicht dann verloren, wenn eine AfD im Bundestag liegt. Ja, wir können das ja auch andersrum diskutieren. Wir könnten ja auch sagen, obwohl ich pessimistisch bin, dass die Union das tun wird, ja, aber wir könnten ja durchaus sagen, dann sind sie jetzt weg. Diese Leute, auf die Union jahrzehntelang Rücksicht genommen hat, weil sie einen Spruch des rechtesten Politikers der Geschichte der Bundesrepublik, der Verantwortung übernommen hatte, von Franz Josef Strauß, dass es keine demokratisch legitimierte Kraft rechts von der Union geben dürfe und deswegen die Union rechts alles integrieren müsse, weil sie diesen Spruch zu einem Grundgesetz der politischen Kultur der Bundesrepublik macht. Aber wenn es dann nicht möglich ist, die entscheidenden gesellschaftspolitischen Reformvorhaben, die unserer Zukunft bevorstehen, mit der Union zu machen, wenn sie mal Rücksicht nehmen muss auf ihren rechten Rand, na, dann ist es ja vielleicht auch eine Chance. Dann kriegen wir vielleicht endlich mal ein Einwanderungsgesetz und eine sowohl menschenrechtlich orientierte wie auch vernünftige Regelung der Migrationspolitik. Dann kriegen wir vielleicht mal Fortschritte in der Geschlechtergerechtigkeit, in der sozialen Gerechtigkeit, in Umwelt- und Energiepolitik oder eine Politik, die Nord-Süd-Ausgleich anstrebt. Möglicherweise in einer schwarz-grünen Regierung. Ja, so. Das wäre ja denkbar, wenn man dann mal sagt, dann haben wir halt keine Rücksicht mehr zu nehmen auf diese Leute. Ich bin pessimistisch, dass das mit der Union zu machen ist. Das ist wirklich die optimistische Variante. Nein, das ist nicht die optimistische Variante. Ich will Ihnen nur sagen, das ist nicht der Weltuntergang, wenn die im Parlament sitzen. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Und ich glaube da ja nicht dran. So, jetzt glaube ich. Ja, geht das? Ja, okay. Ja, eigentlich wollte ich das mit diesem Wir kritisieren nicht machen, aber meine erste Antifa-Demo war 1987, als Rudolf Hess noch lebte, beim Knast, und wir kennen uns seit 30 Jahren, ich arbeite seit 30 Jahren an den Themen, und jetzt ist das ganze Parlamentarismus-Einschränkung, bevor ich auf die Details, Ergänzungen, Kritiken komme, mit diesem Abfeiern des Parlamentarismus,
also dieses Wir und unsere Politik und unsere Außenhandelsbilanzen und so, ich habe hier keine Außenhandelsbilanzen, ich gehe seit Jahrzehnten nicht mehr wählen, ich fühle mich nicht repräsentiert, ich bin Atheist und wenn ich die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, gehe ich nicht wählen. Ich bin deshalb nicht unpolitisch, so wie das allgemein ja immer dargestellt, gesehen wird von den herrschenden Medien in ihrem Framing, in ihrem Wording, in ihrer Sprachpolitik. Ich höre von morgens bis abends Deutschlandfunk, ich kotze ab, wenn ich es immer höre, Sicherheitskräfte, Schicksal, Flüchtlingsströme und so weiter. Ich fand es schön, dass du dieses sogenannte Duell, also wenn ein Flüchtlingsheim brennt, dann ist es ein Vorfall oder so. Keine Attacke, kein Angriff. Aber wenn Merkel kritisiert wird, dann ist es eine Attacke, dann ist es ein Duell. Oder ein Fünfkampf. Das zu dem Sprachlichen, ein bisschen emotional gleich mal wieder geworden. Ja, zur identitären Bewegung gab es eine große Veranstaltung mit meinem Freund Micha Brumlik, mit der Frau vom Missy-Magazin. Da haben wir 3-4 Stunden lang ausgebreitet im SO 36. Dazu gibt es so viel. Der Scheinriese ist ein Punkt, die Inszenierung ist ein anderer Punkt. Ich habe gerade bei. Aber was hat das jetzt alles hier mit unserem Thema zu tun? Das hat mit dem Thema definitiv doch ein. Das sind die Punkte, die Gideon angesprochen hat, und die wollte ich gerne ein paar Aspekte da ergänzen, kritisieren, etc. Wenn das möglich ist, er hat vorhin netterweise ja genau das gemacht, was ich gut finde, aufgefordert, gerade nicht irgendwie jetzt so eine Form zu pressen, vorne der Guru, hier nur 3 Fragen, sondern er hat ja gerade durch sein Statement Raum gegeben. Aber dann kann er euch doch mal kurz, könnten Sie doch auch mal, auch wenn Sie in so einer Struktur schon normiert sind, auch mal sich kurz zurückhalten, ich bin ja schnell fertig. Na, ich will die Leute nur nicht zu Tode langweilen, das ja, ist ich weiß Ding. Nicht, ich habe gewartet, hier stehen die Schlangen hinter mir und ob die Leute gelangweilt sind, wir können ja mal wieder demokratisch abstimmen, ob die Leute gelangweilt sind. Ich hätte schon längst viel weiter Inhaltliches beitragen können, wenn Sie nicht so formalistisch wären. Ja, es tut mir leid, ich bin formalistisch in dem Sinne, dass ich versuche hier was ja, ist schön, aber es wäre schön, wenn Sie einfach mal ein bisschen Geduld bewahren könnten, damit ich ein paar Inhalte rüberbringen kann. Es war zum Beispiel inhaltlich meine Kritik, dass es der identitären Bewegung hätte man kürzer abhandeln können, weil die identitäre Bewegung ist auch, was er vorhin mal so nebenbei 1% erwähnt hat, am Wochenende demonstriert unter anderem Wir für Deutschland. Das ist wiederum eine Gruppe, die aus Hogesa sich spaltet und Pro-Deutschland und der Hardcore-Nazi-Szene, dass 1%.de dabei ist, war mir bisher nicht bekannt. 1%.de ist wiederum ein Bündnisprojekt der identitären Bewegung, Götz Kubitschek, seinem Institut für Staatspolitik, Jürgen Elsässer und seiner Kompakt und der Thiel Schneider von der sachsen-anhaltenischen AfD. Und der Götz Kubitschek kann man auch in einem guten ZDF-Doku sehen, der berät laut Volker Weiß aus dem Abgeordnetenhaus in Sachsen-Anhalt persönlich die Landtagsfraktion, wo Gideon gerade gesagt hat, er berät die AfD. Nee, das ist die sachsen-anhaltinische Fraktion, das ist schon, da gibt es unterschiedliche Fraktionen in der AfD. Und dann sieht man in dem ZDF-Doku, wie Götz Kubitschek in seinem Lager hat und wie Till Schneider bergeweise Bücher einkauft. Wenn man sich mit Till Schneider beschäftigt, als Islamexperte, weiß man durch Interna von Volker Weiß zum Beispiel, dass er beim Parteitag gerade diese ganzen krassen Anti-Islam-Sachen locker durchgebracht hat. Es gibt ziemlich viel zu wissen in den ganzen Sachen. 1%.de wurde jemand nur so nebenbei erwähnt. Meistens wird es gar nicht erwähnt oder die Leute wissen gar nicht, was es für ein Projekt ist. Das können wir aber heute Abend sicher alles nicht abhandeln. Das können wir es tut alles mir jetzt abhandeln. Leid. Also, ja, aber ich habe noch ein paar Die Leute verlassen jetzt langsam den Saal. Also ich glaube, wir sollten jetzt aber auch noch mal andere Fragen zulassen. Ja, nee, wir könnten einfach mal, es geht doch hier um die AfD. Das kann ich mal zum Beispiel sagen, wenn man sich dafür interessiert, kann man, es gibt von der Antifa aus Berlin jetzt schon die 2. Auflage einer Broschüre, wo die einzelnen Akteure aufgelistet sind mit Beruf, was sie machen, Burschenschaftler, Bundeswehrakteur. Dann kann man sich das aufgrund dieser Basisarbeit von sogenannten bösen linken Chaoten, kann man sich diese Sache als alternativ, als Studie, ohne dass ein Wissen Wissenschaftler das schon einem vorkaut, in Rohdaten fast angucken, das ist eine Sache. Dann kann ich nur empfehlen, der rechte Rand, den Trittin mitgegründet hat, als Fachblatt. Wenn man diese Blätter liest, dann weiß man, es gibt nicht nur die NPD und die IB und die AfD, so wie das von Ihnen rüberkommt, dass Sie einfach nur Fragen stellen in das, was oberflächlich da ist. Weil wenn man sich mit 30 Jahren mit der rechten Szene und ich beschäftige, dann weiß man, es gibt viel relevantere, wichtigere Strömungen. Ich habe nie gesagt, dass das jetzt die einzigen sind. Ich habe nur einige Beispiele genannt. So, ja, wir wissen jetzt, dass wir uns weiter informieren müssen. Und ich würde gerne noch 1 oder 2 Minuten reden dürfen, dann bin ich auch still. Wenn Sie mir das ermöglichen, das wäre richtig nett. Eine Minute. Eine Minute.
Ja, ein paar Dissensgeschichten. Das mit dem Neoliberal, das müssten wir mal ausdiskutieren. Die Aktion Linkstrend stoppen in der CDU, eine der Gründungskeimzellen, hat sich hier mit ihrem großen Gipfel getroffen in der Burschenschaft von Henkel, vom Innensenator, die Sängerschaft Borussia. Da war die Creme de la Creme da. Du kennst die ganzen Vorfeldstrukturen, der Bund Freier Bürger hast du vorhin so reingemischt, die gab es ja schon nicht mehr. Aber das sind ja die Leute, die alle da sich draus gespeist haben. Diese ganzen Wirtschaftsinitiativen. Und die Weidel ist auch noch vom neoliberalen Flügel. Ich weiß es nicht, es gibt, vor einer Woche wurde das Buch vorgestellt, AfD und soziale Frage, warum du das mit dem Neoliberalen so ausgeklammert hast. Und ansonsten ist ja hier die Ordnung der Grünen so, dass man, darf man dann, ansonsten noch zu der Normalisierungsdebatte, die Sagbarkeitsgrenzen. Mein Algorithmus spult mir das ja rein. Thilo Jung hat sie alle im Langformat da irgendwie, Gauland, Weidel. Das ist Normalisierung. Sie sind in allen Talkshows, wenn sie sagen, sie kommen nirgendwo vor, ständig im Deutschlandfunk, der Frohnmeier, der junge Alternative war jetzt vor zwei Tagen wieder im Deutschlandfunk. Wir werden so zugespült. Deine Kritik an dem Duell war ziemlich klasse, wie viel die AfD dominiert hat. Das ist einfach, das muss einfach mal mehr thematisiert werden, wie da so, eine Normalisierung, Sagbarkeitsgrenzen ausgeweitet werden, aufgrund dessen, ja. Wir haben verstanden. Auf danke. Oberfläche bleibt AfD böse, NPD böse, IB böse und wenn man inhaltlich wird, muss man sich in die Form der Hierarchie der Grünen einordnen, ansonsten wird man abgewürgt. Yes. Stefan, ich möchte kurz auf die Frage neoliberal eingehen, weil mir die sehr wichtig ist. Ja, und danke für die Frage. Die habe ich ja auch sehr hervorgehoben, ne? Wobei ich sagen möchte, dass ich mich in dem Satz auf das Grundsatzprogramm bezogen habe. Ich halte das wirklich für ein Missverständnis, denn einer der Kernpunkte des Neoliberalismus ist mit dem Nationalismus der AfD nicht gut vereinbar, nämlich sozusagen die Beseitigung internationaler Handelshemmnisse, wie das genannt wird in neoliberaler Diktion. Und das findest du da nicht. Du findest eine Form von nationalem Protektionismus, von deutsche Wirtschaft vorne. Du findest wirtschaftsliberale und marktradikale Elemente, die sich immer beziehen auf diesen nationalökonomischen Rahmen, also in Deutschland. Ne? Da sind die Schnittstellen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es keine Neoliberalen mehr in der AfD gibt oder dass sie in der Parteigeschichte keine Rolle gespielt hatten. In der Frühphase der AfD relativ wenig bemerkt, scheinen, und ich sage das sehr vorsichtig, scheinen die sogenannten, also die sozusagen die lokalen Gruppen der Friedrich-von-Hayek-Gesellschaft zum Teil eine Rolle gespielt zu haben. Ne? Vielleicht weißt du mehr darüber, können wir vielleicht... Ja gut, aber Hayek ist ja so ein Fall für sich, ne? Also das ist ja, also über Hayek diskutieren... Hayek selbst hätte sich ja auch nicht neoliberal wahrscheinlich genannt, ne? Aber ist es eine andere Frage. Ich will damit nur sagen, ein zentrales Element, was mit dem Neoliberalismus verknüpft wird, nämlich dieses sozusagen, dieses sogenannte Beseitigen von internationalen Handelshemmnissen, finden wir in der AfD-Programmatik nicht. Im Gegenteil, wir finden sozusagen eher so eine Politik, die analog ist zu dem, was wirtschaftspolitisch Donald Trump mit America First propagiert. Und was Parlamentarismus angeht und republikanisches Gedankengut, da haben wir einfach einen Dissens. Also das kann ich so sagen. Ob man wählen gehen soll oder nicht, ist eine Gewissensfrage und eine persönliche Entscheidung. Diejenigen von uns, die wählen gehen, machen es bestimmt meistens nicht besonders glücklich, weil es ja eigentlich immer so ist, dass man einer Partei was auszusetzen hat. Aber das ist nicht unpolitisch, nicht wählen zu gehen. Es muss zumindest nicht unpolitisch sein, das sehe ich auch so. Ich hätte gerne eine Option immer schon gehabt, die es in irgendwelchen US-Bundesstaaten gibt, wo man dann auch ankreuzen kann, none of the above, und damit zum Ausdruck bringen kann, dass man bewusst sich dagegen entschieden hat. Aber das ist tatsächlich deine Entscheidung, die ich nicht für unpolitisch halte. Meine Frage geht ein bisschen mehr in die Richtung des Umfeldes, was dann quasi der Nährboden für so ein Gedankengut ist. Ich habe gerade Ernst Cassirer gelesen, Der Mythos vom Staat, und mir geht eine Begrifflichkeit da durch den Kopf, die heißt die Gruppe als moralisches Subjekt. Wenn ich mir heutzutage anschaue, wie Menschen leben,
habe ich das Gefühl, viele sind dicht an der Überforderung. Und da gibt es eine große Arroganz. Ich sage nur, Tauber mit seinem, wer drei Jobs hat, hat was falsch gemacht, sinngemäß, wie er das ausgedrückt hat. Es gibt ja keine Partei in dem Sinne mehr, die sowas wie eine Verantwortung fühlt. Und die AfD schwingt sich da sozialpsychologisch, finde ich, sehr geschickt, bringt sich in diese Position zu sagen, wir machen uns jetzt zum Sprachrohr für alle, was dann alle entlasten kann, die vielleicht ermüdet sind. Und da würde mich mal interessieren, Sie haben gesagt, Sie schätzen die Bedeutung nicht so hoch ein. Ich glaube, dass da eine große Herausforderung ist und da würde mich Ihre Einschätzung noch mal interessieren. Ganz kurz, welche Bedeutung schätze ich nicht hoch ein? Von was? Die Bedeutung dieses, ich nenne das jetzt mal psychologischen Entlastungseffekts, wenn eine Partei sagt, wir sind das Sprachrohr, wir richten das alles, das Volk ist eine Masse sozusagen. Es ist ja ein ganz altertümliches Modell. Unsere Gesellschaft ist ja ständig heterogener geworden. Nichtsdestotrotz ist es verführerisch, glaube ich, für jeden Einzelnen zu sagen, hey, ich komme mit meinem Leben nicht mehr klar. Und da ist jetzt jemand, der gibt zumindest vor, was für mich zu regeln. Alle anderen Parteien, die SPD fällt da ja quasi mit dem sozialen System mittlerweile auch aus. Das wäre meine Frage. Verständlich? Ja, da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden, weil das halte ich für ganz, ganz eminent bedeutsam, was Sie angesprochen haben. Ja? Also nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich würde mal sogar so weit gehen, dass es hat auch eine traurige Komponente. Das hat auch eine... Also, gerade wenn man sich so dieses Element, was ja für die AfD und ihr Umfeld so wichtig ist, der Hasskommentierung anguckt, dann hat es auch was, oft hat es auch was tief Trauriges, wenn man das Gefühl hat, da sprechen verletzte, einsame Menschen, damit ich nichts rechtfertigen und will und nichts schönreden will, ja. Aber erinnern Sie sich an die Akif Pirinci-Auseinandersetzung, an das Buch von Pirinci? Hat das jemand mal angeguckt, dieses Buch? Also Pirinci ist dann ein Krimi-Autor und der hat eine Schmähschrift geschrieben. Und wenn Sie sich die genau angucken, dann merken Sie, dass der ganze Ausgangspunkt dieser Schmähschrift letztendlich ist, dass er sozusagen in seiner Männlichkeit getroffen ist, weil seine Frau ihn verlassen hat. Also das, ich will damit wirklich nichts schönreden, ja. Aber es hat so ein Element. Natürlich hat es so ein Element. Wichtiger, politisch wichtiger. Aber hier würde ich jetzt mal kurz so ein bisschen beiseite treten aus meiner Wissenschaftlerfunktion. Ja, wie, ich finde es immer so eine schöne Anekdote, dass Max Weber vom Katheder weggetreten ist, wenn er gesagt hat, jetzt rede ich als Staatsbürger, ja, jetzt rede ich sozusagen, jetzt sage ich mal meine Meinung, ja. Die Verheerung, die die AfD mit möglich gemacht haben, ja, die Verheerung, die sind begonnen worden seit 1998 und seit der großen, tiefen Enttäuschung, dass eine als Reformpolitik gewählt und als Reformpolitik angetretene Regierung im Grunde genommen eine Politik den Menschen sozusagen oktroyiert hat, die in vielerlei Hinsicht grausam war. Ja. Das nicht nur gemacht hat, sondern mit einer Verächtlichkeit teilweise vertreten hat. Für meine Akademikergeneration ist unvergessbar der Satz von der Akademikergeneration, die zu verschrotten ist, der ich nun leider angehört habe. Ja? Also das bleibt doch im Gedächtnis. Also das ist doch nicht so einfach zu tilgen, so eine Erfahrung. Und das ging dann sozusagen, das setzt sich dann in großer Koalition fort. Und ich meine, wenn man dann eine Politik hat, die keine Option der Alternative denkbar macht. Ja? Also wenn ich eine Sozialdemokratie zum Beispiel habe, ich nehme es jetzt mal nur als Beispiel, ja, die nicht mal die Möglichkeiten erwägt, öffentlich, unter welchen Bedingungen sie sich vorstellen könnte, mit der Linken beispielsweise eine Koalition einzugehen, die nicht einmal die Maßstäbe benennt, die sich bei der Linken verändern müssen, außer dass man nicht spielen will mit Familie Lafontaine. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist, das sind Verheerungen gewesen. Und zwar nicht deswegen, weil möglicherweise an Sozialstaatsprinzipien was verändert werden musste oder so, ne? weil man politische Rahmensetzungen verändern musste, aber weil sie sozusagen unter dem Rubrum, wir schaffen jetzt Arme, gemacht wurden.
Das ist die Quintessenz des Satzes gewesen. Wir brauchen einen Niedriglohnsektor. Ja. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, jetzt haben wir Armut, huch, wo kommt die her? Aber gut, jetzt gehe ich wieder sozusagen ans Katheder und antworte wieder leidenschaftslos. Ich bin ja auch im Wahlkampf. Ich kriege das ja auch mit und ärgere mich ja auch über das, was ich so sehe in den Plakatierungen und so weiter. Okay. Also meine Frage ist, warum kommt dieses westdeutsche oder Idealbild, diese Vision, dieses eher überidealisierte Bild der BRD aus den 50er und 60er Jahren, was ja die AfD vor allem in ihrem Grundsatzprogramm so vertritt, sich so vorstellt, warum kommt das so gut an in den neuen Bundesländern, wenn das doch nicht eigentlich für die nicht wirklich ein Zurückgehen zu ihrer eigenen Kindheit, wo noch alles schön war, sein kann, sondern, also das würde mich interessieren, warum es so gut im Osten ankommt. Ja, ich möchte die Ebene da nochmal trennen. Ne? Ich habe das gebunden sozusagen an die nach meiner Wahrnehmung sozusagen programmatisch rhetorisch den Ton angeben in der AfD, ne? Wo sie doch sehr viele Westdeutsche haben, Westdeutsch-Sozialisierte, auch in den neuen Ländern. Das ist natürlich nicht restlos so. Das, was in der AfD in den neuen Ländern ankommt, sind durchaus auch andere Aspekte, also beispielsweise nicht in der ganzen Bevölkerung, sondern in Teilen der Bevölkerung in Ostdeutschland eben stärker autoritäre Orientierung, die wir feststellen können. Vergleichbar mit anderen osteuropäischen Ländern höhere Unsicherheit im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturkreisen oder überhaupt Zuwanderern und eben auch ein größeres Maß sozusagen an althergebrachter Fremdenfeindlichkeit. Man müsste das nochmal gesondert sich angucken, was hier sozusagen die Motivlagen sind. Darüber kann ich Ihnen jetzt so keine Antwort geben und misstraue auch ein bisschen den entsprechenden Studien. Ja, ist ja nicht nur ein großer Enttäuschung nach 98, sondern es sind ja auch die Wendefolgen, die Brüche in den Lebensläufen und das Nicht-Ankommen im gemeinsamen Deutschland. Ich glaube, das ist auch eine der wesentlichen Erfahrungen. Also es spielt sicherlich eine große Rolle in den neuen Ländern, wobei da dann auch noch ganz andere Sachen mit reinkommen. Also das Erlebnis, dass ein politisches System wanken und fallen kann, mag möglicherweise auch diese Euphorie bewirkt haben, die man da 2015, 16 hatte, dass es fallen wird oder so. Ne? Ich bin da sehr gegen einfache Antworten, was sozusagen die höheren Zustimmungsraten und die größere Gewalttätigkeit und die größere Beteiligung in ostdeutschen Demonstrationen angeht. Aber wir haben da ganz offensichtlich andere Problemlagen nochmal. Ich wollte jetzt wirklich, also worauf es mir ankam, war eigentlich sozusagen so eine Denkwelt zu skizzieren. Ja? Und die weicht dann in neuen Ländern sicherlich ab. Wir haben noch eine Wortmeldung. Und ich würde dann bitten, wir haben draußen auch noch ein bisschen Zeit und Muße, dass man da noch miteinander reden kann. Und Herr Botsch wird sicher auch noch ein bisschen da bleiben. Okay, meine Frage wäre, im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern steht Deutschland ja noch relativ gut da im Vergleich zu Österreich, Holland oder Frankreich. Woran glauben Sie, dass es liegt? Und meiner Meinung nach, oder zumindest sieht es so aus, als wenn die anderen Länder viele eine Person vorne haben, wie den Herrn Wilders oder Le Pen, ob die AfD sowas auch hat? Sehe ich nicht. Also, dass hier so eine charismatische Person im Moment vorhanden ist, ist vielleicht nicht unbedingt Voraussetzung. Da die AfD Sammlungspartei ist, können sie entweder charismatisch bündeln, was bisher nicht gelungen ist, vielleicht gar nicht so wichtig sein wird, oder sie müssen sie sozusagen bündeln, indem sie die Flügel zusammenführen. Das dazu, ne? Also ich sehe so eine Person nicht. Gauland ist sicherlich zu alt, und um sowas sozusagen zu verkörpern, ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen zu behäbig, aber es ist auch parteipolitisch nicht seine Funktion. Höcke ist das sicherlich nicht, der steht viel zu tief im völkischen Gedankengut. Der hat zwar ein gewisses Charisma, aber das bündelt die Partei nicht. Ja? Das ist zu wenig sozusagen
von diesem Grundgedanken aller Charismatiker, den sie im, im Faust sozusagen finden, mit wer vieles bringt, wird vielen etwas bringen. Ja? Das kann Höcke nicht. Wer soll es sonst im Moment sein? Sehe ich nicht, ist aber vielleicht auch gar nicht so nötig. Und wenn Sie jetzt fragen, warum sind die Erfolgsbedingungen in Deutschland, also warum sind die, stehen die in Deutschland sozusagen schlechter da, das ist ein ganz komplexes Bündel aus Erklärungen. Unser politisches System ist sicherlich weniger begünstigend als andere politische Systeme. Also in der Schweiz zum Beispiel können Sie ganz toll Agenda-Setting betreiben über die Volksinitiativen, das plebiszitäre Element. In Frankreich haben sie eben einen personell gebündelten Wahlkampf in den Präsidentschaftswahlen, in den USA ja auch vergleichbar. Ne? In Deutschland ist das schon sehr viel schwerer, hier sozusagen sich zu behaupten in so einem Meinungsmarkt. Und sie können halt zwischen mehr Angeboten auswählen. Ja? Das ist ein Faktor, der im politischen System liegt. Das ist hier schwerer damit sozusagen zu reüssieren. Wesentliche Bedeutung hat meines Erachtens das Zurückschrecken vieler deutscher Wählerinnen und Wähler davor, eine Partei zu wählen, die als offen rechtsextrem, rassistisch oder mit Nationalsozialismus zusammenhängt, wahrgenommen wird. Da ist eben doch die Grenze nach der ansatzweisen Verarbeitung des Zivilisationsbruchs, wie er seit den 1960ern nach und nach stattgefunden hat, relativ hoch. Ja? Das nicht zu machen, aber Sie müssen natürlich auch in Rechnung stellen, dass Deutschland als Nation und große Teile der deutschen Gesellschaft von der EU einfach nach wie vor profitieren und dass man das ja eigentlich auch sozusagen spürt, ja? Dass die sozusagen die Angeschmierten in Griechenland oder sonst wo sitzen, aber eben nicht hier. Das sind die Rahmenbedingungen. Wir haben Glück gehabt mit, oder das werden wir jetzt am 25. September sagen können, oder abends am 24., aber wir haben sozusagen Glück gehabt mit den Gelegenheitsstrukturen, dass die großen Gelegenheiten sich vor der Bundestagswahl, deutlich vor der Bundestagswahl gebildet haben, wo man dann eben die großen Prozentwerte erreicht hat. Und dass die ganze Geschichte jetzt ein bisschen ruhiger ist, nicht unbedingt ruhiger für die Geflüchteten, die hier leben müssen oder von Abschiebung bedroht sind, aber ruhiger für sozusagen die öffentliche Wahrnehmung. Und ein dritter sehr wesentlicher Aspekt ist eben auch die innere Struktur, die Binnenstruktur der deutschen politischen Rechten, die sich da sehr oft sehr selbst im Weg stehen, ja, aus einer ganzen Reihe von Gründen und Ursachen, die ich im Einzelnen jetzt vielleicht nicht beschreiben möchte. Aber Sie müssen das zusammennehmen und dann können Sie sagen, ja, ist schwieriger hier. Und das ist auch so schwierig, dass ich tatsächlich relativ optimistisch bin, dass die unter 10% bleiben. Ne? Mit diesem optimistischen Ausblick würde ich jetzt gerne offiziell schließen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herbert. Und wir machen vor der Tür weiter. Ja. Ja.